herzlich willkommen zu einem neuen Style Talk. Dieses Format kommt gerade ein bisschen häufiger, weil ich einfach merke, ihr mögt das gerne. Deswegen, falls du hier nur Zuschauer bist, gib doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und vielleicht hast du ja Bock, ein Abo dazulassen. Ich würde mich freuen. Hier geht es weniger darum, wie man was macht, weil das überlasse ich Leute, die eine Ahnung haben. Hier geht es mehr darum, zusammen so ein bisschen zu quatschen, ein bisschen Tee auszutauschen. Und ja, ihr guckt das halt echt gerne. Also könnt ihr diesem Format, wenn ihr das wirklich gerne guckt, wahnsinnig helfen, wenn ihr halt wirklich interagiert, also Daumen gibt, Kommentar hinterlasst. Man sollte es erwähnen und ich erwähne es so abartig ungern. Na, also ist mal ganz interessant. Ich habe jetzt am Wochenende wieder Lästerschwestern gehört. Die meinen, das höre ich auch regelmäßig. Und da ging es auch wieder um diese Call-to-Action-Scheiße. Und das macht keiner gerne. Das macht keiner gerne. Ich würde es gern lassen. Aber es bringt halt enorm viel, wenn man es im Video erwähnt. Wenn wir schon bei Call to Action sind. Ich werde hier mal reinpacken. Da habt ihr einen QR-Code. Da kommt ihr direkt zu Instagram. Nicht erschrecken. Ich habe im Moment immer wieder mein Profil auf Privat. Das kann man ja mit einem Abo ändern. Und zwar hängt es damit zusammen, ein Reel von mir hat 102.000 Aufrufe schon. Also ich glaube, so viel habe ich auf meinem ganzen YouTube-Kanal nicht. Nee, wahrscheinlich schon. Also da habe ich glaube ich so 300.000 Aufrufe oder so. Aber wenn sich das mal überlegt und dieses Reel zieht recht unangenehme Leute an. Und was soll ich sagen? Ich habe da nicht immer Bock drauf, die DMs aufzumachen und nur Rotz zu lesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann finde ich es halt auch erschreckend, wie das sind schmierige Typen, die dich irgendwie anmachen. Oder es sind Kinder. So, da gibt es kein Zwischendrin, entweder schmierige Typen oder also Kids im Alter von 14, 15, so, und dann frage ich mich auch so, warum? I don't know. Ich habe was vergessen. Also habe ich nicht immer Bock. Ich bin auch so ein bisschen, ich verfolge so ein bisschen die Idee, dass ich das beeinflussen kann, wie dieses Reel, was im Algorithmus total gepusht wird, dass es halt nicht mehr gepusht wird, verflucht, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch schon mir ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, so jetzt lösche ich es einfach. Also jetzt Corrector nebenher, jetzt lösche ich es einfach. Ich habe halt keinen Bock, Reels von mir zu löschen, bin ich ehrlich. Nee, nicht wegen sowas. Aber nichtsdestotrotz, ich habe hier heute so ein mega Horn, so ein Pickel, den ich echt ausdrucken musste, und da den habe ich natürlich behandelt. Natürlich ist jetzt blöd, da Farbe drüber zu machen. Boah, der tut doch weh wie Sau, ey. Das ist richtig dick und fett. Das hat jetzt mein Skinpicking nicht so getriggert. Das versuche ich immer noch so ein bisschen nicht zu machen. So, wer es nicht weiß, grün macht rot weg. Deswegen mache ich hier jetzt grün drüber, was ja offensichtlich ganz gut funktioniert. Und Korall macht grün weg. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ja, ich habe halt echt keinen Bock, Reels von mir zu löschen. Deswegen habe ich jetzt ganz lange rumgemacht, weil ich hatte so ein, das nennt sich Unternehmensprofil.
also ein professionelles Profil. Und wo du halt deine Insights sehen kannst und alles. Das kann ich halt jetzt nicht sehen, ne? Ich habe halt trotzdem auch ab und zu mal Lust, das einfach alles so stehen zu lassen, bin ich ganz ehrlich. Also, und nicht morgens an mein Instagram-Profil zu gehen und zig Nachrichten zu haben. Ich habe halt echt keinen Bock drauf. Und besonders im Moment gerade nicht. Habe ich halt gar keine Kapazität, merke ich. Und deswegen habe ich es immer wieder privat stehen. Aber wenn ihr über den QR-Code, ich kann ihn nochmal einblenden, oder habe ihn jetzt dauerhaft eingeblendet gehabt, keine Ahnung. Wenn ihr über den QR-Code geht, dann kommt ihr direkt zum Profil. Wenn ihr es abonniert, dann seht ihr natürlich auch alles. So sieht's aus. Ich habe es immer wieder offen, weil ich halt eben auch Experimente mache, um zu gucken, lässt sich dieser scheiß Algorithmus irgendwie austricksen. Ich habe es jetzt einmal über 12 Stunden privat gehabt. Dann lief es langsam wieder an, so dass das Reel wieder extrem viel geguckt wurde. Und jetzt bin ich halt, wie gesagt, bei 102 Aufrufen bei dem Reel. Jetzt versuche ich es mal über 24 Stunden privat zu lassen. Und dann hinterher wieder auf öffentlich zu machen, was dann passiert. Aber egal, was ich jetzt im Moment ausprobiert habe, mein Instagram-Profil, mein Reel, was so viel geguckt wird, wie sagt man, reagiert halt immer wieder. So, das, am Anfang reagiert es nicht. So, als ich das über 14, ich glaube, es waren so 14 Stunden, wo ich es halt privat hatte und dann hinterher wieder online gestellt habe, sind sie erst langsam wiedergekommen. Und dann so über eine Stunde später ging es halt genauso ab wie vorher. Und ja, ich habe da halt nicht so Bock drauf im Moment, wirklich. Jetzt probiere ich es mal über einen Tag einfach privat zu lassen. Und wenn das alles nichts bringt, dann muss ich es halt einfach ein bisschen länger privat lassen. Weil, Entschuldigung, also Instagram ist schon ein scheiß Shithole. Ich bin das gar nicht gewöhnt, so viel Aufmerksamkeit zu haben. Denn das hatte ich in meiner ganzen Social Media Laufbahn jetzt erstmal noch nicht. Das ist eine Reichweite, die erreicht Bernd Schneider mit seinen Videos, ne? Also ich wusste, ich habe ganz naiv mit diesen Outfit-Videos angefangen. Ich wusste, diese Outfit-Videos werden sau viel geguckt. Ich lösche aber auch immer wieder Leute, gerade wenn du auf deren Profile gehst und dann siehst, dass sie sich da irgendwelche Schweine-Sachen reinpfeifen und so. Da weiß ich halt dann, das ist nicht meine Zielgruppe. Also kannst du die genauso wieder löschen. Naja. So ist das eben. Ich habe von heute aus gesehen, morgen meinen ersten Tag, meine ersten anderthalb Stunden Diagnostik. Ich habe gerade mal nochmal in alten Zeugnissen von mir gelesen und musste mich echt mega reinlachen. So. Ich war halt so als Kind auch schon so ein mega Overthinker. Das hat sich dann geäußert in, dass ich super vorsichtig gerade bei sportlichen Tätigkeiten hatte. Besonders, dass ich mich halt verletze und so. Also habe gleich so an die Folgen immer gedacht. Und da war ich halt nicht gut im Sport. Und es hing auch immer so ein bisschen von den Sportlehrern ab, wie ich war. Einer, so ein ganz dicker Sportlehrer, den konntest du vergessen, ohne Witz. Name ist ja auch nicht relevant. Obwohl, Wohlfahrt hieß der, sein Bruder war Torwart.
recht professioneller Torwart und berühmter Torwart auch. Und dann hat der echt gemeint, so er könnte halt so richtig scheiße sein. Hat sich im Liegestuhl geflitzt, hat uns um den Parkplatz laufen lassen. Und ja, ich habe das halt für mich nicht so ganz verstanden und kapiert. Und wo ich echt lachen musste, war, als da stand so, ja, dass ich mein Sportzeug öfters vergessen habe. Die Dinge, die mir halt nicht so wichtig waren, die habe ich halt damals auch schon aus dem System rausgeschmissen. Und dann habe ich halt auch mal mein Sportzeug vergessen. Ne? So war das. Und weil, wo ich echt lachen musste, das habe ich auch in meinem Zeugnis gefunden. Da stand drin irgendwie, ja, wenn man mir was erklärt, hat man das Gefühl, das kommt nicht bei mir an. Wie recht die Lehrerin damals hatte. ADHS in a nutshell. Ich bin, was morgen betrifft, echt mega krass gespannt. Wer sich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzt, wie gesagt, ist gut auf Instagram zu Hause, aber auch auf meinem Zweitkanal, wenn du den nicht kennst, minimalistisch, intuitiv, vegan. Ich kann den, glaube ich, auch mal hier verlinken, falls du den noch nicht kennst. Und ja, da werde ich dann berichten. Ich kann auch mal gucken, ob ich vielleicht, obwohl, du wirst dieses Video erst in 2 Wochen sehen. Und da habe ich mindestens auf irgendeinem Kanal schon irgendwann irgendwie über die Thematik gesprochen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Also, du hast meinen Weekly-Vlog wahrscheinlich dann schon gesehen auf meinem Zweitkanal. Den verlinke ich dir auf jeden Fall, falls du den noch nicht kennst. Und in dem Weekly-Vlog, den bin ich hier gerade dabei zu drehen, aber erzähle ich ja, wie es war und was rausgekommen ist. Und ja, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass ich es habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn nichts rauskommt, kommt halt nichts raus bei der Diagnostik, ne? Wo ich halt doch ein bisschen Angst habe, ich, Idiot, habe letzte Woche so einen Test gemacht, der eventuell drankommt, der nennt sich Strobe-Test, den hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Dieser Strobe-Test geht so, du hast 4 Farben. Und dir werden immer wieder Wörter eingeblendet. In erster Linie irgendwelche Worte, die in einer Farbe eingefärbt sind. Und du sollst nicht lesen, sondern du sollst die Farbe anzeigen. Auf den 4 Feldern, die du zur Verfügung hast. Und dann wird es aber schwierig. Denn dann kommen geschriebene Farben dran, die aber anders eingefärbt sind. Und dein Kopf ist so, dass er in erster Linie immer lesen möchte. Und als ich den Test zum ersten Mal gemacht habe, habe ich halt echt mega viel Fehler gemacht. Als ich den dann zum zweiten Mal gemacht habe, hatte ich schon gar, nee, einmal 97, dann habe ich es ein drittes Mal auch gemacht, genau. Dann hatte ich 100%, was nicht so gut ist, ne? Also, das muss ich natürlich dann morgen auch sagen, dass ich mich da schon ein bisschen informiert habe, weil Reaktionstest, ich habe nur einen Reaktionstest, gibt es nochmal so einen Test, den man eventuell in der Diagnostik macht, der um die Reaktionszeit geht, weil jemand mit ADHS hat halt verminderte Reaktionsfähigkeit. Und ja. Highlighter, mein Alter. Jetzt habe ich gerade Make-up aufgetragen und Mineral-Make-up von Lili Lolo für die Augen. Auf die Augen trage ich das ganz gerne auf,
weil ich halt gerade keinen Primer habe. Und es funktioniert für mich ganz gut. Dieser Highlighter hier, der ist nicht ideal. Absolut nicht. Ich hatte ja immer so einen Creme-Highlighter. Der hier gibt fast nichts mehr ab. Der wird halt einfach auch zu alt sein. Ich mache das halt jetzt mit dem Finger, weil mit dem Pinsel macht das gar keinen Sinn. Gar nicht. Naja. So, was machen wir denn jetzt? Achso, ich wollte euch ja noch was zeigen. Ich habe ja gesagt, in jedem Styling-Tag zeige ich jetzt was Altes von mir. Und das ist meine älteste Palette. Warum ich die nicht verwende, keine Ahnung. Das sollte ich mal öfters tun, ne? Da sind MAC-Lidschatten drin, aber die drei hier sind Cosmetic Cosmo-Lidschatten. Glaube ich zumindest. Und das da sind Catrice-Lidschatten. Haben die Form eigentlich noch? Gar keine Ahnung. Schon so lange nichts mehr gekauft. Ein Kiko-Lidschatten. Aber das hier, ich wusste gar nicht, dass ich einen fast schwarzen MAC-Lidschatten habe. Das alles hier sind meine MAC-Lidschatten, die ich mir einzeln immer gegönnt habe. Da habe ich mir dann diese Refills gekauft und habe die dann da rein getackert. Die Palette sieht inzwischen schon sehr lediert aus. Das ist so eine Set Palette. Gibt's die noch? Keine Ahnung. Die hat man früher so gekauft. Soll ich da irgendwas nehmen? Komm, ich nimm mal den dunklen Lidschatten. Mal gucken, was ich damit so anrichten kann. Und fürs Lid nehme ich halt hier einen raus. Genau, das machen wir. Also ich denke, so das Interview morgen wird überhaupt kein Problem sein. Ich habe ja mit dem Mann schon telefoniert und der scheint echt mega sympathisch zu sein. Das denke ich, wird alles kein Problem sein. Ich habe auch keine Angst vor dem. Ich habe auch keine Angst davor, was da rauskommt. Echt nicht. Ich bin nur nervös, weil ich nicht hundertprozentig weiß, was auf mich zukommt. Aber ist, glaube ich, in so einer Situation ganz normal. Denn es ist ja keine außergewöhnliche, also doch, es ist eine außergewöhnliche Situation, dass ich jetzt in der Situation noch nicht weiß, um was es geht. Sondern die Wahrscheinlichkeit ist ja recht groß, dass ich es habe. Und von dem her, na, jetzt sehe ich gerade im Licht, das ist dunkelblau. Das will ich da nicht mit bei haben, das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. Sollen wir den Kiko nehmen? Das ist der hier. So ein bisschen könnte man eigentlich schon, oder? Aber ich will, glaube ich, noch einen Braun mit bei haben zuerst. Weil schwarz passt dann so ein bisschen im hinteren Bereich. Naja, nehmen wir mal Braun noch dazu. Das ist besser. Ja, ja. Donnerstag um 18 Uhr ist dann alles vorbei. Also es geht bis 17 Uhr, aber um 18 Uhr weiß ich ja dann, wohin die Reise geht. So gegen 18 Uhr bin ich dann wieder zu Hause. Das ist halt so ein Kaff, wo ich hin muss. Da kann ich aber gut mit den Öffentlichen hinfahren. Das war mir ganz wichtig. Ja. Na, ich war jetzt 2 Wochen nicht mehr beim Sport. Gestern war ich. Und da ich noch nicht so hundertprozentig in Ordnung bin. Ich habe auch gestern beim Training gleich gemerkt, wo Kopfschmerzen bekommen und so.
und meine Lunge schön mitgebrannt. Mir war eh klar, dass ich in der Woche nicht ganz so heftig trainieren kann, weil da eben diese Termine im Vordergrund stehen und die halt eben einen höheren Stellenwert haben als alles andere. Und da kann ich ja nicht riskieren, dass ich mich erstens eventuell verletze, geht gar nichts. Also gehen wir der sportlichen Betätigung direkt mal nicht ganz aus dem Weg. Also ich war ja gestern, habe vorsichtig trainiert mit niedrigeren Gewichten und zum Teil mit weniger Sätzen einfach auch. Das ist so ein typischer Mathe-Lidschatten, der Kiko-Lidschatten. Denn Mathe-Lidschatten sind schwierig zu handeln. Die werden meistens fleckig. Genau. Ich weiß gar nicht, warum ich den so selten hernehme. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, geht's. Noch ein bisschen. Ich würde mich halt nicht trauen, da jetzt mit Fett mit einem Blenderpinsel reinzugehen. Ich glaube, da kannst du einiges versauen. So. Auf jeden Fall ist heute für mich so ein Tag, wo ich echt ruhig alles angehe, sehr gut zu mir bin, bisschen in meine Nervosität reinatme, mich nicht ärgern lasse, alles cool nehmen. Ich bin halt auch gar nicht in der Lage, irgendwie normal geradeaus zu denken heute. Der gefällt mir besser als das hier. Blenderei war noch nie eine Stärke von mir. So, jetzt räumen wir mal brav wieder den Lidschatten weg. Als ich meine Sammlung aufgelöst habe, habe ich den aus seiner Verpackung rausgeholt. Das war Sinn, weil ich auch so Magnete übrig hatte. So, jetzt eigentlich nur noch Eyeliner. Wo habe ich denn hin? Da ist er. Eyeliner ist von La Vera. Mein DM hat leider keine dekorative Kosmetik mehr von La Vera, was ultra schade ist. Den habe ich mir aus Ravensburg mitgebracht. Ansonsten verwende ich auch mal welchen von Catrice, aber da muss man halt so ein bisschen aufpassen und abwägen, weil da hat es gerne auch mal Polymere drin. Übrigens das Thema Polymere, nur weil jetzt Mikroplastik nicht mehr in Kosmetik verarbeitet werden darf, bedeutet das nicht, dass keine Polymere mehr in den Produkten drin sind. Ne? Also da verarscht uns die Kosmetikindustrie wieder.
denn Mikroplastik bedeutet, wenn, also ihr wollt auch noch gucken und es euch sagt, wenn ein Inhaltsstoff sich im Wasser zu so Teilchen absetzt und wenn diese Teilchen eine bestimmte Größe haben, dann ist es Mikroplastik. Und haben diese Teilchen diese Größe nicht, es gibt nämlich immer noch Nanoplastik, gibt es ja auch noch, darf man nicht vergessen. Und nicht alles fällt unter Mikroplastik. Und ja, da sind sie halt echt, echte Schweine. Dann gibt es auch noch andere Polymere, die so gar nicht benannt werden oder artverwandte Stoffe, wie das Carbomer. Also mit dem Verbot bedeutet das nicht, dass jetzt die Kosmetikindustrie auf einmal super brav wird, gell? Nicht, dass ihr das denkt. Die Mascara, das ist die hier, ich zeig's euch gleich nochmal. Die ist dunkelbraun. So, kann man machen, wie sage ich so schön, kann man machen, muss man aber nicht. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Augenbrauengel, meine, das war die Mascara. Nichts Besonderes, würde ich so nicht empfehlen. Augenbrauengel kann man noch mal so ein bisschen. Ich glaube, das Ding ist schon wieder leer hier. Ich nütze das Zeug zu oft. Das ist aber auch geschickt. Da kannst du einfach so ein bisschen und schon hast du wieder Augenbrauen. So. Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Jetzt läuft der Pony wieder runter. So, ihr Lieben. Ich melde mich ab. Denkt daran, unterstützt das Format, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns vielleicht hier in den Kommentaren wieder. Ich sage danke fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss!